Die letzten Jahre haben gezeigt bei allen Summits, es ist immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Am Ende entscheiden wirklich eine Stimme, zwei Stimmen, drei Stimmen. Aber gut, jetzt ist es soweit, liebes Team, oder? Status fällt jetzt für die Verleihung Platz Nummer 3. Ralf Missy von Emobilio hat den dritten Platz belegt. Kommt zu mir, ihr dürft klatschen. Yeah! Ich habe dich die ganze Zeit am Telefonhörer gesehen. Die Kollegin hat noch ein Mikrofon für dich. Was gab es denn da so Spannendes zu telefonieren? Mit Kunden reden. Ja, weil ihr natürlich auch preisverdächtig seid. Das sehe ich. Ich sehe das genauso. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank fürs Voting. Vielen Dank für euch, für den Preis. Und freuen uns sehr. Danke. Bleibst du noch kurz bei uns? Ja, das ist dein Applaus. Ist schon richtig. Gucke mal, da sind die beiden Kollegen. Das links der Max, ganz freundlich. Rechts der Tino, auch ganz freundlich. Und wir machen jetzt mal ein Bild zusammen. Yeah. Und du machst jetzt nochmal eine Siegerpose. Aber da helfe ich dir nicht. Das schaffst du. Yeah. Aber das ist der dritte Platz, nicht der Siegerplatz. Der dritte Siegerplatz, richtig? Na klar. Bleibst du kurz bei uns auf der Bühne? Dann geh doch bitte einen ganz, ganz, ganz kleinen Schritt zur Seite. Da sind wir dir dankbar. Platz Nummer 2. Viele Worte, die ich mir merken muss. Kinemo, Serjan Atejoglu. Gerade eben noch auf der Bühne gesehen. Kinemo, Serjan. Der hat nicht damit gerechnet, dass er hier absahnt, schätze ich mal. Wo warst du denn noch gewesen, mein Lieber? Erstmal auch noch Kundentermine eben gehabt, weil du gerade so abgerissen hast auf der Bühne. Da wurden gleich die ersten Termine vereinbart, ne? Ja, großartig. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Zweiter Platz ist für dich. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, dann nehme ich dir das hier mal ab. Das sieht auf Bildern immer so ein bisschen blöde aus. Eine kleine Siegerpose. Ja! So sieht Freude aus. Bleibst du kurz auf der Bühne und gesellst dich zu unserem dritten Sieger. Super. Tja, ihr Lieben, Platz Nummer 1. Hier nicht bei RTL, wir machen es kurz. Persox, Marcel Krämer, herzlichen Glückwunsch, Platz Nummer 1. Jetzt interessiert uns natürlich, ja, hier wird richtig aufgetischt, Mensch. 2000 Euro Gewinnerprämie noch für euch als Startup. Ich helfe dir hier mal kurz beim Stützen. Ach, überragend, danke schön. Ja, gerne. Wir wollen mal wissen, hast du damit gerechnet? Habt ihr hier einen riesen Fanclub dabei oder was habt ihr in Bewegung gesetzt, damit die hier nochmal richtig absahnt? Ich glaube, wir haben einfach ein Thema, was echt viele betrifft mit dem Fachkräftemangel. Und ich behaupte mal, wir haben eine ganz coole Lösung gefunden. Und ja, ich sage besten Dank für die Stimmen. Die scheint zu funktionieren, eure Lösung. Ne? Erfolg gibt da recht. Ja, herzlichen Glückwunsch, mein Lieber. Mach da auch nochmal hier kurz ein Foto hier vorne. Und wir gehen nochmal ein Stück rüber. Das wird gerade signalisiert. Ich helfe dir beim Stützen. Ja, beim Heben natürlich. So. Na, das ist doch ein Gewinnerlächeln, oder? So sieht das aus. Kommt der zweite und dritte Gewinner vielleicht kurz ins Bild, dann machen wir da noch ein schnelles Gruppenfoto. Ich stelle mich mal hier so ein bisschen an den Rand, weil... Ralf, es wäre mir ein Fest. Na. Und jetzt euer breitestes Lächeln, wie am Weihnachtsmorgen. Ne? Es riecht nach Gänsebraten, man freut sich auf die Geschenke. Ah, so sieht ihr da aus. Gut, fantastisch. So. Fantastisch. Vielleicht
das schaffst du so von der Bühne zu tragen, oder? Das sind unsere drei Sieger und ihr habt abgestimmt. Fantastisch, aber vielen Dank an alle Startups. Das waren 21 unglaublich schlaue Lösungen. Das Ergebnis war denkbar knapp. Ihr habt fleißig abgestimmt. Der Dank gilt allen Startups und auch euch. Dankeschön.